In Zwiesel liegt Schnee. Und nicht nur das, auch der Weihnachtsbaum steht zwischen den Christkindlmarktbuden. Als wir einen Tag vor Deadline über die Maibaum-Auslöseaktion eines großen bayerischen Radiosenders berichten wollen, treffen wir vor Ort erstmal niemanden an. Auch von den Verantwortlichen ist keiner erreichbar. Doch dann, kurz nach Mittag, sind doch ein paar Budenbesitzer aufgetaucht. Ich habe das Radio eingeschalten und dann habe ich plötzlich die Stimme von unserer zweiten Bürgermeisterin gehört. Habe mir gedacht, die kommt mir ja bekannt vor. Und dann habe ich das eben mitgekriegt, dass unser Maibaum gestohlen worden ist. Und dann waren wir natürlich schon ganz gespannt, was jetzt die Auslöse sein wird. Ja, und wie gesagt, ganz Zwiesel spinnt ein bisschen. Meine Tochter ist vom Wockenheim gekommen und hat gesagt, Mama, du musst deinen Christkindlmarkt wieder herrichten. Ich möchte dazu sagen, dass ich am normalen Christkindlmarkt da bin. Er hat gesagt, kannst du es wieder zusammenbacken, geht wieder weiter. Ja, und dann haben wir das Plätzelbacher angefangen. Tatsächlich gibt es aber doch einige Menschen, die von dem Spektakel nichts mitbekommen haben und doppelt verwundert waren, wie sich plötzlich im April ein ganzer Christkindlmarkt nach Zwiesel verlaufen konnte. Da als wir dann erfahren haben, dass jetzt Antenne Bayern uns auffordert, den Weihnachtsmarkt aufzubauen, haben wir natürlich nicht lange gezögert, haben gleich unsere ganzen Kollegen und Lieferanten angerufen, haben gesagt, bringt uns die Weihnachtsware zu. Die haben zuerst gedacht, wir machen einen Scherz. Ja, und jetzt sind wir da und wir sind jetzt ganz fleißig und freuen uns natürlich schon. Das Wetter kann ein bisschen besser werden, aber schauen wir mal. Bis Freitagmorgen um Punkt 7 Uhr muss alles fertig sein, damit die Zwiesler ihren Maibaum wiederbekommen. Ob das zu schaffen ist? Ja, da machen wir überhaupt keine Sorgen, weil wir Zwiesler, wenn wir zusammenhalten, dann halten wir richtig zusammen. Freilich, wir haben eine vierte. Auspacken kann man noch nicht, weil es zu feucht ist. Aber ich brauche morgen früh gerade noch meine Ware hinstellen. Das Schöne ist, weil einfach alle zusammengeholfen haben. Und deswegen hat es so gut und so schnell funktioniert. Der Baum steht, der Schnee liegt, lediglich einige Buden müssen noch fertig geschmückt werden, damit alles klappt. Ob die Stadt Zwiesel es am Freitag tatsächlich schafft, ihren Maibaum gegen den Weihnachtsbaum einzutauschen, das sehen Sie morgen bei Donau TV.